Hier kommt ein Kunstwerk, das weltweit für Schlagzeilen sorgt. Das berühmte Schredderbild von Street-Art-Künstler Banksy wird im Museum Frieder Burda in Baden-Baden aufgehängt. Das Werk sorgte für eine Sensation, als es sich bei einer Auktion im Herbst in London teilweise selbst zerstörte, mit einem Reißwolf, der im Rahmen versteckt war. Banksy bekannte sich im Nachgang zu dem Streich und benannte das Werk um von Girl with a Balloon, zu Deutsch Mädchen mit Ballon, in Love is in the Bin, also Liebe ist im Eimer. In Baden-Baden ist das Schredderbild laut Museum nun erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. Zu sehen ist es bis zum 3. März.